In Apostelgeschichte 8,20 begegnen wir einem sehr aufgebrachten Petrus, der Simon, dem Zauberer, der sich ja bekehrt, hat gesagt, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meintest, die Gabe Gottes werde durch Geld erlangt. Wie kommt man zu diesen Geistesgaben? Ein grosses Thema. Der Simon, der Zauberer, hat gedacht, die kann man fast kaufen. Irgendwie haben die Apostel das bei einem Besitz, also kann man das dann auch abkaufen. Die kann man dann Menschen in diesem Heiligen Geist taufen. Dann passieren die verrücktesten Sachen. Was der Petrus dort dem Simon gesagt hat, ist ein Paukenschlag zum Auftakt der ganzen Kirchengeschichte, weil immer wieder haben Leute probiert, Segnungen, Ämter oder Berufungen mit Geld zu zahlen. Im Verlauf der weiteren Geschichte hat der Petrus auch noch erwähnt, wie man zu Gaben kommt. Eben nicht durch Geld, also nicht Geld und Geist ist das Thema, sondern ein rechtschaffenes Herz, hat er gesagt. Und wenn er gesagt hat, rechtschaffen, hat er nicht vor allem an das Schaffen gedacht, also ein Herz, das immer arbeitet, Leute, die immer Leistungen erbringen, Leute, die sehr fleissig sind, bis sie eben zum Beispiel viel Geld haben, sondern rechtschaffen hat mit etwas ganz anderem zu tun. Das ist sicher eine Art Heiligkeit gemeint, aber es ist vor Gott die Bereitschaft zu empfangen. Nicht etwas zu ergaunern, nicht etwas zu erlisten, nicht etwas zu krampfen, sondern etwas zu empfangen. Das ist von Gott die rechtschaffenste Art, ein Mensch zu sein. Ein demütiger Mensch, ein bescheidener Mensch, ein empfänglicher Mensch. Und es ist eigentlich die Spitze von allen vorstellbaren biblischen Tugenden, immer wieder die gleiche, nämlich Gott fürchten, demütig sein, abhängig sein von ihm und können empfangen. Auf der einen Seite heisst er, ich muss es mir oder ich darf es mir von Gott schenken. Und die andere Seite heisst, Gott schenkt gern. Und die zwei Seiten, die ergänzen sich wunderbar. Und man muss sagen, warum treten die nicht häufiger zusammen auf? Sie treten eben nicht so häufig zusammen auf, weil immer noch ein Dritter im Spiel ist, der die beiden dann wieder auseinanderbringt. Das ist nämlich der menschliche Stolz. Oder eben der Teil, der nicht rechtschaffen ist, der Teil von uns, der es selber machen will. Für so eine hochkomplexe Angelegenheit wie eine Geistesgabe, wo man eigentlich nicht einmal dahinter sieht, wie funktioniert das überhaupt. Für die zu bekommen, braucht es die denkbar einfachsten Voraussetzungen, wie wir jetzt gesehen haben, nämlich nur die Bereitschaft, sie zu empfangen. Das ist etwas Unglaubliches. Und für es zu illustrieren, sind wir hier in der Kirche Blumenstein. Da hatte ich mal eine Trauung. Es war eine sehr knifflige Aufgabe. Irgendetwas war noch dahinter, das ich nicht wusste. Im Gebet habe ich es aber nachher gemerkt. Und das ist so eine seltsame Angst und Gebetslast auf mich gekommen. Und plötzlich konnte ich nicht mehr mit normalen Worten weiterbeten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in Sprachen weiterbete. Und das war zum ersten Mal, dass ich das Sprachengebet, das ich früher schon mal erbeten hatte, wo ich das plötzlich hatte und anwenden konnte. Und es hat mir sehr geholfen, für nachher ruhig zu werden und die Trauung nachher mit einer gewissen Souveränität, das heisst eben mit Gottes Hilfe, durchzuführen. Weil diese Voraussetzung so wichtig ist, nämlich die Empfänglichkeit, es ist entscheidend wichtig. Aus diesem Grund braucht es gar keine weiteren. Es braucht keinen akademischen Grad zum Beispiel. Es ist doch erstaunlich zu sehen, was für Leute solche Gaben haben bekommen, sie nachher auch haben eingesetzt. Und es ist erstaunlich zu sehen, was für Leute zum Teil solche Gaben nicht haben bekommen. Auch weil sie ihnen oder sich selber im Weg gestanden sind. Einer, der mir selber dient hat, war nur ein Realschüler. Und er hat die Gabe vom Geist der Unterscheidung bekommen. Er war natürlich nachher schon bereits ein älterer Mann, aber er konnte auch den Akademiker entscheidend weiterhelfen, weil er Sachen gesehen hat, die kein gescheites Hirn sieht. Und so konnte ich erleben an meinem eigenen Leben, was es heisst, gesegnet sein durch jemanden, der mit Einfachheit, mit Einfalt Gottes Gaben hat beansprucht.